Ihr wollt Forstwirtschaft betreiben in LS17, dann braucht ihr auch diesen Mod hier. Ja, er fügt einige Sachen hinzu, alle platzierbar, wie man schön sieht. Er fügt hinzu schöne Schilder. Hier, hier. Ein Absperrband. Braucht man auch. Sicherheit geht vor. Ein Absperrgitter. Diverse Holzlagerungsplätze. Hier und hier. Ziemlich klein, aber doch trotzdem groß wieder mal. Und eine Schranke. Diese kann man ganz normal öffnen und schließen mit der Maus. Das sieht man ja links oben, linke und rechte Maustaste. Also es wird kein Map-Door-Trigger oder sowas benötigt, sondern es ist original mit einfach LS machbar. Ist ja das neue Skript. Also wie gesagt, es ist eine Pflicht, dass ihr den Mod dann drin habt, wenn ihr mit dem Forst beginnt und hier dann noch eine Rampe, damit ihr dann die Baumstämme einfacher verladen könnt. Also ich finde das genial. Alle schön platzierbar zu finden unter platzierbare Objekte. Hier haben wir sie alle schön nach der Reihe. Diverse Preise angepasst. Wie auch immer das ausgerechnet wurde. So ein Schild 120 Euro, okay. Keine Ahnung, weiß nicht, was sowas kostet. Aber wird schon hinkommen. Und Unterhalt hatten wir natürlich auch. Das passt eh 1 Euro am Tag. Ist gar nicht mal so. Die Beschreibung könnte ein bisschen mehr sein, aber sonst passt eigentlich. Wie schaut es in der Lok aus? In der Lok schaut es ziemlich gut aus, da haben wir keinen Fehler drin, also das läuft. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Mod-Vorstellung. Bis bald, tschüss!